Ach, nach Marseille? Oder was? Du kannst doch nicht einfach... Mir nichts, dir nichts. Wo? Marseille ist riesig, du... Es ist fast Sonnenaufgang, als ich in Marseille ankomme. Ich verfolge die Spur von Condor Transglobal bis zu einer heruntergekommenen Dockanlage. Okay, also er geht einfach mal davon aus, dass Condor Transglobal, das ist the thing to be, there we gotta go, wer kennt's nicht, ja. Wahnsinn, ey. Das ist also Georgie, ey, ein krasser Typ, ne? Oh, ein Hund, süß. Hallo, du kleiner Süßer. Bello. Was ist denn, Hunger? Ich habe leider nur ein Würstchen dabei. Aber das kriegst du nicht. Ja, ach, komm schon. Boah, der ist aber ein bisschen geil. Hallo. Guten Tag, junger Mann. Was ist los? Keine Ahnung. Der Hund fing ohne erkennbaren Grund an, Amok zu laufen. Das ist Teil seiner Ausbildung. Das soll mögliche Eindringlinge abschrecken. Oh, ich verstehe. Okay, tut mir leid. Ist schon okay. Denken Sie nur dran, er ist ein ausgebildeter Wachhund. Ein Killer. Nein, die waren nicht in Mexiko. Die waren auch in Marseille. Deswegen ist er ja hier. Oder? Also nicht so. Ach ja. Ach ja. Was bekommt der Hund denn? Was haben wir denn? Oh, den Wurm. Der Hund sieht aus, als hätte er sowieso schon Würmer. Okay, dann kriegt er das Höschen. Sieht nicht aus wie ein Suchhund, finde ich. Ach so. Ja, wieso denn Suchhund? Das ist ja nicht von ihr getragen. Ew. Okay. Betäubungsfall, das ist eine gute Idee. Komm, der macht sich hier lecker Popcorn. Der hat eine Klappe unten. Alter, da schmeißt er einfach seine alten Bierflaschen da unten ins Meer rein. Wissen Sie, wie spät es ist? Nein, ich habe keine Uhr um. Wie mein Daddy immer gesagt hat, ich glaube nicht an die Zeit, Mann. Na egal, auf jeden Fall sind Sie zu früh. Habe ich jetzt auch gesagt, weil ich zu faul war, die Batterien in der Uhr im Wohnzimmer zu wechseln, ist der neue Vorschrift so, dass man sich nicht mehr von so einer Konstante wie Zeit den Tag bestimmen lässt. Leben wir alle besser damit. Ist viel entspannter. Viel entspannter. Hat George schon gerochen? Er mehrmals. Also er hat sich ja auch schon übers Gesicht gehängt. Was glaubst du, was er die ganze Fahrt hier rüber gemacht hat? Gehört der Hund Ihnen? Nö, der gehört zu diesem Job dazu. Ich füttere ihn nur ab und zu. Eher ab als zu, oder? Ich bin auf der Suche nach einer jungen Frau. Bei den Dogs? An was für eine Art Frau haben Sie denn so gedacht? Sie verstehen mich falsch. Ich versuche, meine Freundin zu finden. Ach so. Also, ich habe sie nicht gesehen. Und Sie können ihr ausrichten, dass die Dogs kein Platz für eine junge Lady sind. Hier ist es dreckig und gefährlich. Das ist doch ein ganz freundlicher Tipp. Ich habe hier dieses sehr exotische Höschen. Dann steck es auch schnell wieder weg, du perverse Sau. Sein Blick dabei so, aber hey. Schon mal was von der Condor Transglobal gehört? Klar, die haben ein Lagerhaus hier. Also könnte ich mir das mal ansehen? Erst nach den Ferien. Schauen Sie in einem Monat nochmal vorbei. Hä? Können wir die Zeit vorstellen bis in einem Monat? Wie spät ist es überhaupt? Der große Zeiger ist auf der 4. Warum sind Sie nicht im Bett? Ich kann alles erklären. Geben Sie sich keine Mühe. So sehr interessiert es mich eigentlich gar nicht. Ja, sein Gesichtsausdruck immer so. Ich kann es erklären. Was gibt's zum Essen? Bohnen. Wussten Sie, dass ein Mensch sich alleine von Bohnen ernähren kann? Der hier nicht. Ja, das, genau. Das Höschen ist das neue Händeschütteln. Ja, ist ja gut. Werden Sie eigentlich die Bohnen nie leid? Klar, ich brauche schließlich auch mal Abwechslung. Und was essen Sie dann? Erbsen. Achso. Kann ich aber nicht zu oft essen. Die schlagen mir immer gleich auf die Verdauung. Hm, das ist ein Problem. Wobei er da so ein schönes großes Loch hat, was er direkt nach unten ins Meer führt. Wie heißt der Hund denn? 20. Ungewöhnlicher Name für einen Hund. Das ist seine Registriernummer. Wachhund Nummer 20. Ach, wie liebevoll. Schauen Sie sich mal diesen Brief an. Das ist ja pervers.
Haben Sie das geschrieben? Oh nein, der Brief ist von einem Bewunderer meiner Freundin. An Ihrer Stelle würde ich ihm mit meiner Faust die Vorderzähne neu formatieren. Nicht ganz mein Stil, aber danke für den Tipp. Ach, Georgie, du bist ja zu weich. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Nee, Kumpel. Was soll das sein? Ein Giftpfeil zum Jagen. Was jagt man denn damit? Mäuse? Nein, Affen und so. Die Spitze wird in Gift getaucht. Hey, was haben Sie denn gegen Affen? Ich liebe Affen. Das habe ich nur so als Beispiel gesagt. Tun Sie das lieber nicht. Er sieht auch ein bisschen aus wie ein Affe. Aber ich finde ihn ganz sympathisch eigentlich. Es tut mir wirklich leid, ne? Aber Georgie ist schon ist so ein bisschen so ein Creep, ne? Schon. Ich finde den jetzt nicht mehr so. Also ich finde, Georgie hat bei mir jetzt immer so, der löst immer so ein Hintergrund, so ein Klopfen im Hinterkopf irgendwo. So, Achtung. Psycho. Weil er selber einer ist, der Georg. Ja, er ist schon so ein kleiner. Er ist auch so ein kinky Typ, ne? Also, er ist schon so ein komischer Bengel, der Bengel. Haben Sie jemals von Professor Aubier gehört? Ich? Von meinen Freunden ist keiner Professor oder so. Tja. Ich muss jetzt wieder los, aber ich komme zurück. Kann ich kaum erwarten. Also, er lässt uns da nicht hin, weil er sagt, wir sollen erst nach den Ferien warten. Aber wir können ja vielleicht ausräuchern. Wir können ja für ihn vielleicht ein Höschen in seinen Kaminschlot stecken. Wir müssen ihm dieses Höschen geben. Stellt euch das mal vor. Stellt euch mal vor, unser Georg hat den Spleen. Er hat einen Zwang. Und zwar muss innerlich hat er den Zwang, dem Typen das Höschen zu geben. Das heißt, er will, dass der Typ dieses Höschen berührt und ihm ist jedes Mittel recht, dem Typen dieses Höschen irgendwie zuzustecken oder so. Und er schiebt ihn das dann da so rum durch den Kamin und hier durch so ein Fensterschloss. Hier, nehmen Sie dieses Höschen. Das ist ein gutes. Das ist so gut, ey. Ach. Ah, komm, hier geht's nach unten. Ah, da in seiner Flaschen und Kack. Oh, hier ist so schön viel Müll. Mann, das ist total toll, dass er das alles rausschmeißt. Wirklich gut. Macht wirklich ganz, ganz viel Spaß. Die Flasche treibt gerade soeben außerhalb meiner Reichweite. Mich bekommt nichts und niemand in dieses Wasser, wenn es nicht um Leben und Tod geht. Nico und George haben beide so ihre Macken. Ja, sie würden schon perfekt zusammen. So ein kleines Freak-Pärchen halt. Sie würden schon gut zusammenpassen. Komm, wir angeln das mal mit dem Höschen. Ach Mann, benutz das doch irgendwie mal für was Gutes. So, das ist so eine Klappe. Komm da nicht hin. Meine Arme sind zu kurz. Ich komme nicht bis an die Plattform ran. Vielleicht brauche ich das Höschen später für Bösewicht. Das glaube ich auch. Ach ja, wir werden schon noch für irgendwas ganz nützlich. Da kann ich mich da hochziehen. George Macken werden von Teil zu seltsamer. Ja, finde ich auch. Es ist so ein Ding. Erst hat er ihn gefragt, ob er Hände stillen darf und jetzt fragt er jeden wegen dem Höschen. Das finde ich absolut genial. Ich komme nicht an die Tür, ohne erst in die Hütte zu klettern. Okay, was können wir denn dann machen? Kann ich ihn ins Feuer stoßen wie die böse Hexe? Ich komme nicht an die Dokumente ran. Kann ich ihm von hier aus das Höschen zustecken? Das wäre mir sehr wichtig. Vielleicht hängen wir das Höschen einfach über diesen Türknauf. Also als Botschaft, als nette Geste einfach. So. Verzeihung! Rein mit dem Pfeil. Hä? Wer ist da? Oh shit, was? Oh. Voll auf die Familienplanung. Wieso hat denn das jetzt nicht funktioniert? Wieso hat das denn nicht funktioniert? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Was ist jetzt. Können wir das nochmal machen? Hallo! Er soll doch den Pfeil einfach werfen. Also ich
Ich muss die Klappe beim Hund öffnen. Ja, also... Ja, also naja, also naja. Ich komme da nirgendwo hin. Schwimmt unten was im Wasser? Ja, ja, ne, da schwimmt die Flasche. Und hier ist ein Schloss dran. Haben wir hier drüben noch irgendwas Längliches? Leute auf YouTube denken sich jetzt auch so, hä? Was soll das? Das schwimmt für deinen Geschmack zu viel drin. Für meinen aber auch. Viel zu viel Unrat und schändlicher Müll. Ich meine, wir müssen ihm den Kamin verstopfen. Aber ich glaube, mit der Flasche kann das sein. Oder mit dem Wurm. Ah, da will er seinen Wurm nicht in den Schornstein stecken. Das ist natürlich dumm. Oder irgendwie sowas zusammenknüllen hier. Aber guck mal, wenn wir unten... Nur noch nicht Nummer 20. Ne, Nummer 20 muss noch ins Wasser. Der muss noch rein. Ach so, da... Da ist ein Haken. Das ist auch so geil. Wir brauchen die ganze Zeit irgendwas, mit dem man irgendwas rausziehen oder haken kann. Der Stab hat einen Haken an einem Ende. Ich nehme an, es ist ein Bootshaken. Und da ist ein Haken dran. Ja? Einfach ein Haken. Einfach ein Haken im Wasser, mit dem ich einfach alles, was ich irgendwo rausholen will oder bedienen will oder sowas bedienen kann. Wusste ich's doch, dass dieser Bootshaken für irgendwas sehr praktisch sein würde. Was die Flasche angeht, naja, selbst wenn ich keine Verwendung dafür finde, dann habe ich doch wenigstens die Docks ein bisschen sauberer gemacht. Du kannst dir den Wurm in die Flasche stecken und dann die irgendwo hinwerfen und dann geht die kaputt und der Hund frisst dann den Wurm und dann hat er, dann ist er so ein, kennt ihr Stargate? Dann hat er so einen Symbionten in sich, weißt du, und dann können wir ihn kontrollieren. Okay, gut, cool. Plattform und meine Arme sind zu kurz. Aber so ein Ärmchen sind zu kurz. Oh nein. Das ist ein Gullideckelwerkzeug. Oh, safe, ja. Fällt der Wächter jetzt ins Wasser? Der Wächter kann jetzt, wenn wir jetzt den Hund provozieren, kann es schon sein, dass der ins Wasser fällt, ja. Aber wir wollen ja seine Schlüssel haben, oder? Ich weiß noch nicht, was wir wollen. Nee, pass auf, wir müssen jetzt ausräuchern. So, das, was ich sagte. Nico hatte das Höschen in der Handtasche. Warst du nicht dabei? Haben wir doch vorhin gedings, Konstanze. Nico, also, folgendermaßen. Nico hatte das hier in der Handtasche. Das ist der Brief, den dieser Blödmann Lobineau an Nico geschrieben hat. Hat durchaus seine Reize. Brechreize nämlich. Das ist so ein Liebesbrief irgendwie von Lobineau, also von dem Pferdeschwanzträger. Und an Nico und dabei war auch dieses Höschen. Ein rotes Höschen mit Spitzenrand und einem großen schwarzen Satinherzen als Verzierung. Genau, und das beides, den Brief und das Höschen, hat Lobineau Nico geschenkt. Und Nico hatte das in ihrer Handtasche. In ihrer Tangatasche. Dann tut es eine extra Tasche nur für Tangas. Hier haben wir doch das Ding runtergeklappt. Das kann ja nicht sein, dass er da draufsteht. Das existiert ja gar nicht mehr. Das ist ein Spielfehler, würde ich mal meinen. Das beunruhigt dich fast noch mehr. Ja, es ist alles ein bisschen komisch. So, okay, was passiert jetzt? Hier innen ist dieses Abrohr gar nicht. Sie haben Ihre Bierflasche reingeworfen. Ich doch nicht, Kumpel. Doch, wohl. Ich hab's gesehen. Direkt ins Meer geworfen haben Sie sie. Hat Ihnen niemand beigebracht, dass man seinen Müll nicht einfach in den Ozean schmeißt? Bei mir persönlich, also, da hat sich noch kein Fisch beschwert. Nicht einer.
das nicht runtergeklappt? George kam so nicht dran. Doch, doch, ich hab's runtergeklappt. Das war genau das Ding. Ich hatte das hier runtergeklappt und dann ist George nicht mehr rangekommen, uns hochzuklappen. Aber anscheinend steht er jetzt auf irgendeinem Gitter oder so. Also wir provozieren den 20er nochmal. Hey, 20! Mal. Hey, du siehst aus wie ein 10er. Du, hey, 20. Das ist 20. Kann ich da... Ich kletter mal rüber. Komm, ich kletter nochmal. Vielleicht hat sie es für Georg aufgehoben. Wir wissen es nicht. Habe ich nicht gesagt, sie sollen vom Zaun wegbleiben? Ich war ja gar nicht dran. Es ist dieser Hund. Die der sind ist verrückt. Ja, hey, nicht mehr zusammen. Passen Sie auf, was Sie sagen. Er reagiert sehr sensibel auf negative Kritik. Ich bin sicher, dass es kein 31er ist. Ja, das ist sehr gut. Das gefällt mir. Also ein 31er für diejenigen, die jetzt nicht so in der ganzen Jugend-Chat sonstigen Sprache, das ist halt ein Verräter. Ne? Ein 31er ist ein Verräter, eine Snitch, ja? Eine Petze. Schau, das ist offen hier. Guck, die Plattform ist unten. Ich verstehe nicht, wie das gehen kann. Deswegen war das ein ziemlicher Mörder-Gag von Sandy. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Das ist, wenn der Hund eine Ratte ist. Oder eine Schlange. Okay, können wir jetzt da irgendwie da ran? Er guckt halt nur. Ne, Georgie ist halt auch... Können wir daraus was basteln? Das ist es nicht. Hä, können wir nicht daraus... Das klappt nicht. ...eine richtig krasse Pfeilkanone bauen mit dem Tanga und mit dem Betäubungspfeil? Einfach da so krass durch die Gegend ballern? Nein, falsch. Keine so gute Idee. Flaschenpunkt. Falsch, ganz falsch. Können wir den Hund vielleicht ablenken? Ja, das ist der Plan. Also das, da sind ja auch Hundekekse da, ne? Wir kommen wieder dran, ne? Wie uns noch anschaut, der 20er. Hey, 20! Der Haken und Schlüssel klauen. Ah ja. Das ist natürlich brillant, ja. Nee, das geht nicht. Wir kommen da gar nicht ran an den. Das ist... Hallo! Der Hund ist kein berührbares Objekt. Der Schlüssel. Der hat hier jedes Mal seinen krassen Pupsangriff hier. Stärker als jede Nahkampfattacke. Das sind nämlich Giftschaden. Und auch ein bisschen Magie. Okay, von der Luke was durchs Fenster werfen. Wir gehen nochmal ans Fenster ran. Vielleicht können wir da noch irgendwas machen. Da war ja auch noch so eine komische Pike irgendwie. Die Rache der Bohnen, ja, genau. Hier, da, dieses Ding da vielleicht. Warte mal, aber dann geht er weg, ne? Oh, ist egal. Ja, dann geht er weg. Das ist natürlich schwierig. Das ist natürlich eine sehr verzwickte Angelegenheit, meine lieben Freunde. Der Hund ist von unten aus da. Genau, wir können den Hund schon von unten und auch angucken. Ich bin immer noch der Meinung... Au, Mann, ist das heiß! Ah ja, können wir da das Höschen verwenden? Oh nein. Er hat seine Lektion gelernt, okay. Also ich bin der Meinung, dass die Flasche in den Kamin reinkört. Die Flasche ist halb voll Wasser. Vielleicht genügt das, um den Kegel so weit abzukühlen, dass man ihn anfassen kann. Ach so. Ah. Und jetzt? Jetzt kann ich in das Kaminrohr reinsehen. Ja, da soll man nicht reinschauen, du sollst da dein Höschen reinstecken. Ja, natürlich sollst du da die Flasche reinstecken. Wurm in Flasche, Flasche in Rohr. Und jetzt kommt der die Typ da raus. Die Flasche verstopft den Kamin. Und in der Hütte sammelt sich der ganze Qualm. Genau, und der Typ muss fliehen. Oh, jetzt können wir nach unten. Jetzt können wir von unten eindringen in seine Bude. Das machen wir natürlich gerne. Ja, es gibt ja ziemlich krasse Creeps, die halt gerne mal sowas verschenken. Ja. Franzosen. Klassisch Franzosen. So, Hundekuchen. Die nehmen wir mit, wa? Was können wir noch mitnehmen? Das Paket ist voller Hundekuchen. Was können wir noch mitnehmen? Jemand hat mir mal gesagt, ein Stück Kohle bringe Glück. Kohle mitnehmen. Alles mitnehmen, was man mitnehmen kann hier.
Wir haben ja, ich weiß nicht, ob wir beschränkte Zeit haben. Wer bin ich denn, dass ich gegen irrationalen Aberglauben argumentiere? Richtig. Die Pfanne nehmen wir alles mit. Alles mitnehmen. Ja, gebackene Bohnen in Tomatensauce. Lecker. In Tomatensauce. Der Bundesgesundheitsminister rät, dieser Becher gefährdet Ihre Gesundheit. Den lasse ich lieber stehen. Jetzt, oh, Mantel durchsuchen? Den würde ich nicht mal tragen, wenn es der letzte Mantel auf dieser Erde wäre. Sollst du ihn ja nicht tragen, sollst du ihn durchsuchen, mein lieber Georgie Borgie. Okay, hier gibt es sonst nichts mehr zu tun. Die Hütte brennt so sicher aber langsam ab. Aua! Ofen gleich Hitze, Hitze gleich Verbrennung, Verbrennung gleich unerträgliche Schmerzen. Ich habe ja auch nicht gesagt, du sollst das anfassen, ich habe gesagt, du sollst das untersuchen. Ja. Er ist halt auch einfach... Er ist halt auch einfach ein bisschen dämlich. Ne? Also muss man auch sagen, Georgie ist halt auch... Er ist so ein bisschen dumm. Ja. Meine Arme sind zu kurz. Ich komme nicht bis an die Plattform ran. Aber können wir die jetzt wieder hochpacken oder so? Oder was? Oder... Ah, warte mal. Hey, 20, komm und hol's dir, Kleiner. Aber jetzt steht er noch oben, der Chef steht doch noch auf der Plattform, oder? Der kriegt das doch jetzt alles mit, oder nicht? Ich habe ja leichte Gewissensbisse, den Hund einfach ins Wasser zu schmeißen, aber das vergeht schnell wieder. Oh nein, ein Zwanni. Oh nein, da ist ein Zwanni im Wasser. Wie ich es erwartet hatte, schwamm der Hund wie, na eben wie ein Hund. Seehunde können schwimmen, keine Sorge. Ja, aber der kommt doch hier nirgendwo raus, das ist viel zu steil und zu hoch für ihn. Können wir ihm bitte helfen? Oh Gott, der trinkt jetzt irgendwo. Oh nein, ey, Georgie. Das ist total fies, ey. Ich hoffe, der Hund lebt noch. Wir begegnen ihm bestimmt zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Vielleicht hat er Interesse an unserem Höschen. Ist es jetzt Geldwäsche? Weil wir den 20er gewaschen haben? Ja. Ist er nur abgestürzt. Insofern ist das noch vollkommen legal. So, rein da in die gute Stube. Sehr gut, Georgie. Sehr schön hat er es gemacht. Oh nein, guck mal, der Zwanni schwimmt da draußen im Kreis. Hol doch mal den Zwanni aus dem Wasser. Der ist doch noch gut. Ah, da ist sie hier, die Condor, Trans, sonst was. Aha, und da haben wir eine Maschine. Da können wir uns hochziehen lassen, hä? Können wir uns da reinhängen? Ich fummle lieber nicht an der Klammer rum. Diese Greifer sehen aus, als könnten sie jeden Moment zuschnappen. Ja, lass sie doch schnappen und hochgreifern. Irgendwie musst du ja da rankommen, wenn du deine Angebetete hier... Das Schild sieht aus, als sei es recht stabil an der Wand befestigt. Außerdem will ich es ja gar nicht wirklich als Souvenir mitnehmen. Was willst du da machen? Er schwimmt bestimmt noch etwas länger. Da steht Condor Transglobal. Ich bin an der richtigen Adresse. Jetzt müsste ich nur noch reinkommen. Ja, vielleicht durch diese Tür. Oh nein, durch diese Leiter hier natürlich. Nein, oh nein, so dumm. So dumm. Er klopft da. Der Lärm muss mal klopfen. Okay, komm hier hoch jetzt, Mann, ey. Wenn du weißt, dass da jemand irgendwie jemanden gefangen hält, dann klopft man doch nicht an der Tür. Vielleicht finde ich da oben einen Weg, um reinzukommen. Ich bin der Georg. Halten die hier drin, meine Freundin? Ich bin nicht deine Freundin. Darüber reden wir noch. Haltet ihr die gefangen? Nein? Okay. Durch das Metallgehäuse komme ich nicht an den Ventilator ran. Ach so, das Metallgehäuse. Sorry, ich hatte einen kurzen Brain-Augenlag. Ich dachte, das wäre nach innen hin ein Loch in der Wand. Tut mir leid. Da hatte ich so einen komischen Augen-3D-Fehler. Ihr wisst schon, manche Leute haben das. Oh, guck mal, das ist der mayanische Inka, den wir bei uns, der uns bewusstlos gemacht hat. Wir sind in Marseille. In Marseille, an dem Ort, an dem vielleicht
Nico hin entführt wurde. Bei dem Lärm des Ventilators würde er mich gar nicht hören. Den habe ich gleich gesehen, guck mal da. Bei dem Lärm des Ventilators würde er mich gar nicht hören. Was macht er denn da? Und ist der nur... liegt der da oder ist der nur 60 cm hoch? Das ist ja interessant. Okay, da ist offen. Absaugventilator. Oh. Ich komme nicht an die Blätter des Ventilators ran, was aber wohl auch ganz gut ist. Wenn ich meine Finger da reinstecke, brauche ich mir nie wieder eine Gitarre zu kaufen. Okay, vielleicht... wussten gar nicht, dass du Gitarre spielst. Können wir den Stock da reinstecken? Das funktioniert. Der Ventilator schmorte kurz auf und brannte dann durch, als der Bootshaken seine Rotorblätter verkeilte. Bien, bien. Hey, wenn du nochmal so einen Lärm machst, breche ich dir beide Arme. Dieser Rüpel braucht dringend eine Lektion. Karsak ist schon sauer genug, weil wir den Stein nicht bekommen haben. Wenn du irgendwelchen Ärger machst, erzähle ich ihm, dass das alles deine Schuld war. Karsak, das muss sein Chef sein. An so einen richtig bösen Fiesling aus so einem, aus so Comics oder aus irgendwie so von Captain Planet oder so, aus irgendwelchen Action-Cartoons. Es gibt einen besseren Weg, ihre Aufmerksamkeit zu wecken. Ihre? Wer ist das? Kennen wir den? Summt dieser Ventilator? Ja, genau, das ist der Ventilator. Das ist das super Geräusch von dem Ventilator. Es gibt eine bessere Aufmerksamkeit. Mit dem Betäubungspfeil. Es gibt einen Vielleicht können wir den da unten mit dem Betäubungspfeil bewerfen. Es gibt einen besseren Weg, ihre Aufmerksamkeit zu wecken. Oder einfach da so durch. Einfach winken? Oder wie wär's? Pfeifen? Oder wie, Ja, okay. Wir müssen wohl einfach unten klopfen. Wir müssen es wohl einfach wagen. Und an der Türe klopfen. Oder klopfen. Wie Würfel mit dem Höschen. Das ist ein sehr kleines Höschen. Da kann man nicht so weit mit werfen. Das hat nicht so die ballistischen Eigenschaften. Ja, ich kenne krasse Worte, ne? Ballistische Eigenschaften. Habt ihr von mir gelernt. Könnt ihr mit nach Hause nehmen oder mit morgen irgendwie jemanden damit bewerfen. Mit solchen Fachausdrücken. Wer ist da? Kalte Butter ins Höschen und wirfst. Das ist keine Butter. Der Pizzaservice. Ich habe keine Pizza bestellt. Nein, okay, aber das hier ist doch die Condor Transglobal Schifffahrtsgesellschaft, oder? Ich mag keine Pizza. Och, komm schon, jeder mag doch Pizza. Komm schon, ihr habt... Vielleicht einer der seltenen Fälle von Mozzarella-Allergie. Ja, und? Was ist Mozzarella-Allergie? Laktoseintoleranz heißt das. Das Gitter lässt sich nur von innen öffnen. Ja, kannst du dagegen treten. Wir könnten den Zwanni aus dem Wasser holen und ihn für uns arbeiten lassen. Dann schmeißen wir einfach oben durchs Fenster. Hey, was jetzt? Oh, und jetzt mit dem Pfeil ins Hören Gesicht. Sie, diese Pizza ist schon bezahlt. Sie können sie ebenso gut annehmen. Ich sagte doch schon, ich mag keine Pizza. Nicht mal mit einer extra Portion Oliven? Ich hasse Oliven. Das sind die Hämorrhoiden des Teufels. Okay, das Gitter lässt sich nur von innen... Vielleicht kommt er ja raus. Und versohlt uns den Hintern. Wenn du weißt, was gut für dich ist, machst du diese Tür auf. Und wenn nicht? Ich trete dir ein Loch in den Kopf. Okay, ich komme raus, du Bastard. Oh, er kommt, wir müssen fliehen. Schnell zur, fliehen sieht anders aus. Kommt er? Vielleicht können wir die Kralle benutzen. Dann schmeißt ihr oben den Ding runter hier. Was? Hä? What? Was ist passiert? Hä? Was?